Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wieder ein neuer Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Mir ist da leider ein Fehler unterlaufen. Es gibt ja, ich spiele auf dem PC. ich spiele auf dem PC und da gibt es ja die lokalen Daten und die Cloud-Daten. Und da ist mir leider ein Fehler passiert, weil ich auf die falschen Daten gekommen bin. Und ja, das war halt ziemlich dumm. Dadurch bin ich. Ist der Karrieremodus sozusagen gelöscht, also weg von der Plattform, weg vom PC halt. Und ja, jetzt gehen wir gleich in Karrieremodus. Ich habe die Champions den Cup abgelehnt. Wir gucken gleich mal die Mannschaft von Kohl Castell jetzt im Tor, den wir jetzt gleich auswechseln werden für Thiago Mina, hier unseren Stammkeeper. Den werden wir da reinpacken und gucken uns nochmal die Mannschaft an. Ja, mit Kruse, Gustavo Draxler, Naldo Rodriguez und so weiter und so fort. Und wir werden uns jetzt einen neuen Spieler holen wollen. Ich suche mal nach, diese Wäldchen habe ich da. Der fällt uns Sergio Busquets und Paul Pogba. Da fällt uns natürlich einer auf. Der Paul Pogba, und da geben wir gleich mein Angebot ab. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, weil mein Schneideprogramm hat das. Kann ich das nicht so genau sehen. Und ja, wir gucken hier weiter. Und gehen jetzt mal die Spieler verkaufen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ich werde jetzt mal hier was einstellen zu trinken. Ich hoffe mal, das stört nicht so. Weil das dauert jetzt ein bisschen, bis wir den Spieler gefunden haben, habe ich ein bisschen schlecht gecuttet. Und ja, da haben wir auf jeden Fall einen gefunden und zwei werden wir verleihen, habe ich, kann ich schon mal spoilern. Einen Schluck genommen. Und die haben wir auch. Den Max Kühn, den wir verkaufen wollen. Und das werden wir jetzt auch tun. Haben wir ihn auf die Transferliste gestellt und jetzt haben wir noch zwei, die wir ausleihen wollen, Azawi und den Stürmer hier. Und das war's eigentlich. Dann gehen wir weiter in die Verträge. Gucken wir an, wie weit die sind, wie lange die noch gehen und alles. Und wenn wir dann irgendwann vielleicht verlängern müssen, ist ganz, ganz wichtig. Tut mir leid für die User, ich bin noch ein bisschen erkältet. Und ja, dann gehen wir auch gleich weiter. Wir haben ein Angebot für Luis Gustavo bekommen, das wir ablehnen werden. Das haben wir auch getan. Und dann haben wir noch ein Angebot für Luis Gustavo bekommen von AS Rom, das wir jetzt auch ablehnen werden. Ganz genau. Und jetzt haben wir ja auch das Pogba. Müssen wir noch mal ein bisschen hochschrauben. Also, das ist ein bisschen viel hoch. Wir probieren hier so einen Spieler zu suchen. Da bin ich sehr oft durchgegangen. Es tut mir leid, ich trinke noch einen Schluck. Tut mir echt leid, aber ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm für euch. Eigentlich müssen wir ihn auch gleich finden. Und da haben wir ihn noch nicht, ja, wir müssen noch eine Runde noch. wir werden auf jeden Fall, ich kann hier schon mal spoilern, Daniel Caligiuri nehmen, weil wir den sowieso nicht mehr brauchen. Geben wir jetzt ein Angebot ab. Da bin ich immer aus Versehen rausgegangen, ein bisschen fail von mir. Und Daniel Caligiuri wird dann auch reingepackt. Wir geben das Angebot ab. Und gucken jetzt weiter. Sie wollen noch mehr Geld. Das wir ihm auch geben werden. Mit Pogba wäre natürlich eine Sensation für den VfL Wolfsburg. Und wir gehen auch gleich in die nächste Szene. Jetzt haben sie angenommen. Und wir geben ihnen jetzt das Geld. Der will natürlich eine ganz schöne Ecke an Geld. Und dann gehen wir auch gleich in die nächste Szene. Da ist wieder Paul Pogba. Er will immer noch mehr Geld. Ist ganz klar. Natürlich will er natürlich der Topverdiener hier sein. Ist natürlich auch der beste Spieler. Wenn wir den bekommen würden, wäre es unser bester Spieler. Und Max Grün kriegen wir jetzt auch noch ein Angebot. Da gehen wir nochmal auf 1 Million. Wollen wir für den noch. Dann machen wir noch, sogar noch Gewinn, wenn wir ihn verkaufen würden von seinem Transfermarkt. Transferpreis und
Dann hier nochmal Paul Pogba nochmal verändern. Und dann das Angebot absenden. Und jetzt werden wir gucken, ob wir ihn bekommen. Das wird jetzt natürlich spannend, ob wir ihn bekommen. Wir gehen gleich weiter. Und da ist auch die 1 Million für. Wie ist der Nummer? Unser dritter Torhüter auf jeden Fall. Ist fertig. Und wir haben Paul Pogba bekommen. Der jetzt gleich für Arnold in die Startelf kommt. Und dann natürlich gleich im ersten Spiel gegen Eintracht Frankfurt reinkommen kann und mitspielen kann. Und da sehen wir das auch, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und da würde ich auch sagen, wir gehen da gleich rein. So, wir sehen die Trikots. Da gab es ein paar Unschwierigkeiten, wie wir das machen. Aber wir nehmen das Heimtrikot, die das dritte Trikot. Und dann sehen wir nochmal die Mannschaft, womit wir spielen werden. Und da habe ich nochmal geguckt, ob alles eingestellt ist. Und dann würde ich auch sagen, ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. So, es geht auch rein. Wir Wolfsburg gegen Eintracht aus Frankfurt. Wir spielen zu Hause. Erster Bundesliga-Spieltag. Ganz wichtiges Spiel gleich zum Anfang. Die Kommentatoren sind interessieren mich gar nicht. Im Tor haben wir Benaglio, Tresch, Naldo, Dante, Rodriguez, Pogba, Gustavo. Ich kann das gar nicht so gut erkennen in meinem Schnellpunkt. Das ist natürlich ganz so schlicht. Aber auf jeden Fall Kruse noch da vorne, Kraxler, Schürrle. Und rechts müsste es Virinha gewesen sein. Andere Frankfurt lese ich jetzt nicht vor, weil die kann ich gar nicht erkennen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Also auf jeden Fall noch gestellt worden. 4-5-1 spielen die. Und hier die neuen Transfers von uns. Pogba für 80 Millionen und Draxler für 30 Millionen. Und wir gehen gleich rein ins Spiel. In die erste Chance. Frankfurt gleich mal über die Außenseite. Geht da gut rein. Macht Tempo. Macht einen Haken. Gut gemacht. Geht jetzt rein in die Mitte. Das wird sehr, sehr gefährlich. Die tänzen sich da durch. Der Ball kommt nochmal rein. Und dann Benaglio mit einer guten Tat. Der wäre wirklich gefährlich geworden. Skerovic macht das da wirklich sehr, sehr gefährlich. Und dann gibt es noch die anschließende Ecke, die ausgeführt wird und wir können von der Linie klären. Riesen Chance für die Frankfurter, haben wir Dusel gehabt und wir jetzt gleich mal hier mit Dante. Der rüber auf Virinha, der das klasse macht. Der spielt auf Draxler, der das gut macht, der läuft, schickt durch, schön gemacht und dann geht der Ball nicht rein. Nochmal und dann ist die Pille irgendwie drin. Wir haben sie fast noch von der Linie, vor der Linie noch wegkratzen können, aber wir kriegt der Ball irgendwie noch rein und sehr, sehr wichtiges Tor für uns. also 1-0 schon mal in Führung zu gehen, ist gut. Das war auch sehr schön gemacht und dann einmal gut gehalten, nochmal gut gehalten vom Keeper. Auch mal ein bisschen Glück und dann haben wir natürlich auch Dusel, dass er den Ball nicht mehr wegbekommt. Aber das kann uns eigentlich völlig egal sein. Wir führen 1-0. So, wir bekommen einen Einwurf. Der Einwurf wird ausgeführt. Er sollte lang reinkommen und dann wird er gleich ins Ausgeschlagen zur Ecke. Den Eckball führen wir jetzt gleich mit Ricardo Rodriguez aus. Genau jetzt kommt die Ecke rein, die auf Naldo kommt und die wird sehr, sehr gefährlich. Der Keeper von der Frankfurter Eintracht kann den Ball gut rausholen und jetzt ist auch Halbzeit. Wir führen 1-0 durch das Tor von Draxler. Gutes Spiel von unserer Mannschaft eigentlich. Frankfurt am Anfang besser, wir dann besser gewonnen. Und dann geht es jetzt auch weiter in der zweiten Halbzeit. Hier gleich mal die Frankfurter Eintracht, die das gut macht, spielen jetzt hier rüber, gleich weiter, schick ihn jetzt durch, ja jetzt genau durch und erstmal noch klasse gehalten von Diego Benaglio, aber ein Nachschuss macht Seferovic dann das Tor, ich glaube es war Seferovic, bin mir gar nicht sicher, macht dann das Tor, erstmal klasse gehalten noch von Benaglio im 1 gegen 1, da kann er den Ball nicht festhalten. Und dann steht es auch 1-1. Jetzt der weite Abwurf von der Frankfurter Eintracht. Wir können uns den Ball aber kämpfen. Naldo holt sich da klasse den Ball, spielt weiter. Wir kommen jetzt hier an den Ball. Draxler zieht ab. Richtig gute Chance. Oh, aber der Frankfurter Schlussmann hat die Nase wieder vorne. Und wir jetzt gleich mal über außen. Das machen wir gut. Schicken hier. Und
Draxler ist, glaube ich, jetzt Kruse, der gleich weiter auf Draxler. An die Latte, Riesenchance. Und nochmal André Schürrle, Riesenchance. Das hätte es gewesen sein müssen. Und da haben wir natürlich totales Pech. Und jetzt ist es auch zu Ende. Wir spielen 1:1. Was ist jetzt? Ich war gerade mein Bildschirm schwarz. Jetzt geht's weiter. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen überziehe. Aber es ist auf einmal mein Bildschirm schwarz geworden. Schon Bildschirm. Und hey, jetzt sind wir hier auch drin. Guck nochmal unsere Nachrichten an. Und ja, wir. Das war es dann auch eigentlich von diesem Part. So können wir es eigentlich belassen mit dem 1:1, mit einem Transfer, einem Riesenkopf mit Pogba. Und würde ich auch sagen, das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.